Anbieter, was so wunderschön beschrieben wurde als GTA, aber du bist ein Haifisch. Und als jemand, der eigentlich, ich bin ja gar kein großer GTA-Fan, aber ich finde die... Aber ein Fischfan. Das Ersetzen des Gangsters durch den Haifisch macht dieses Konzept gleich deutlich interessanter. Und tatsächlich ist es so, dass du eben als Baby-Haifisch anfängst. Du wirst von einem vom knallhartesten Haifischjäger verwundet, kriegst eine Narbe beigebracht und es geht dann um deine Quest nach Rache an diesem Jäger. Und das Ganze ist so als eine Reality-TV-Show aufgezogen. Das heißt, so ein Sprecher kommentiert auch immer, wenn du als Haifisch dann anfängst, zum Beispiel irgendwie Boote umzuwerfen und Leute zu fressen, dann kommen so Kommentare, ja, der Haifisch spielt eine wichtige Rolle dabei, die menschliche Population in angenehmen Grenzen zu halten und trägt damit zur Ökologie sehr viel bei. Und spielmechanisch ist es eben tatsächlich so, dass es eine Art Open-World-Spiel ist, nur dass anstelle einer Stadt hast du halt 7 Seeregionen, wie ein Sumpf, ein See vor der Stadt. Und man sieht schon, was hier das Gameplay ist. Du jagst nach Nahrungsmitteln und frisst verschiedenste Fische bis hin eben zu Menschen. Auch wie in GTA kriegst du damit dein Infamie-Level nach oben. Das heißt, es kommen dann immer stärkere Haifischjäger. Polizeihaie. Genau, wie die Polizei. Zum einen, also tatsächlich gibt es in jeder der 7 Regionen einen Apex-Jäger. Das ist zum Beispiel ein uraltes Krokodil bis hin zu einem Moby Dick-artigen weißen Wal. Die merken, wenn du ihnen ihre Lieblingsfische wegfrisst und irgendwann fangen sie an, Jagd auf dich zu machen. Und du levelst deinen Shark, deinen Haifisch dann immer weiter auf. Es geht bis dahin, dass der irgendwann mutiert und du kannst dann zu einem bizarren Hai mit Knochenrüstung werden oder einem Tarnhaifisch oder einem, der so Aal-DNA mit hat und dann Elektrostöße abgeben kann, während du eben halt zum gefährlichsten Fisch in den 7 Weltmeeren wirst. Was so bescheuert ist, aber irgendwie auch großartig. Das klingt mega gut. Ich muss sagen, das klingt nach einem Spiel, das könnte mein Lieblingsspiel der Gamescom werden. Eventuell muss ich schauen, dass ich das auch noch irgendwo anspielen kann, weil das klingt echt richtig, richtig gut. Aber nimmt sich das denn so ernst wie jetzt ein Film wie Sharknado? Oder also ist es halt Trash? Oder ist das ein Spiel, das auch irgendwie schon versucht, ein ernsthaftes Spiel zu sein in irgendeiner Form? In der Spielmechanik glaube ich schon, dass sie dir schon langfristige, wirklich eben RPG-Action-RPG-Motivation bieten wollen, eben mit dem Endgame der Jagd nach diesen 7 Apex-Predators, dem Aufleveln und sowas. Da bin ich mir ehrlich ein bisschen unsicher, weil es schon ein bisschen nach so einem Spiel wirkt, wo das reine Gameplay, man sieht jetzt hier ein bisschen so Szenen, der Hai macht doch irgendwie ständig das Gleiche, der frisst halt ständig Leute. Es gibt schon so ein paar witzige Attacken, die du machen kannst. Du kannst aus dem Wasser springen und mit deiner Schwanzflosse Leute weghauen und sowas. Ob das jetzt genauso motiviert, wie, sag ich mal, jetzt halt ein RPG, also oder auch ein GTA, wo du mit verschiedenen Waffen und dann im Laufe der Zeit Story und sowas wirklich... Bin ich mir unsicher, aber ich habe das Gefühl, für ein paar Stunden Spaß ist es auf jeden Fall gut zu haben. Das sind ja die Macher von Killing Floor, die kennen sich auch mit kurzweiligem Spaß durchaus aus. Was die Story angeht, scheint sich es überhaupt nicht ernst zu nehmen. Darf es auch, glaube ich, nicht, aber wenn man es zu ernst nimmt, ist es ja absolut grässlich und schockierend, was da vor sich geht. Also ich bitte dich, wir spielen ganz andere grässliche und schockierende Dinge.